Übrigens, das wollte ich Ihnen noch erzählen. Was erwartet Sie? Bevor ich es vergesse, seien Sie gespannt. Was nun? Auf ein Wort. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Auf ein Wort aus dem Dialogzentrum Leben im Alter, DZLA, hier an der Hochschule Osnabrück. Meine Kollegen Detlef Rüsing und Christian Müller-Hergel sind anderweitig beschäftigt und deswegen übernehme ich, Nils Hensel, hier heute die Präsentation von dem, was Sie von uns erwarten können im Monat Dezember. Aber schauen wir noch einmal zurück in den Monat November. Ich habe Ihnen auch alle Beiträge hier unter diesem Posting verlinkt. Als erstes sind wir gestartet mit einer Fallbesprechung, die Christian Müller-Hergel zusammengetragen hat zum Thema psychische Störungen. Dann gab es einen Lichtblick zum Thema Lichttherapie. Das passte ja auch sehr gut zur Jahreszeit. Ja, da wurden Studienergebnisse zusammengetragen, auch von Christian Müller-Hergel, die ermutigend sind zu dem Einsatz von Licht. Ja, dann gab es eine Ausgabe von Auf die Schnelle zur Interventionsforschung und genauer zum Thema Unterstützung von pflegenden Angehörigen von Menschen mit Demenz. Außerdem veröffentlicht wurde ein Forschungsnewsletter, in dem werden von Christian Müller-Hergel 15 unterschiedliche Studien aus der gerontopsychiatrischen Pflege zusammengestellt. Natürlich gibt es auch Neuigkeiten über das Dialogzentrum und die Dialogakademie, ebenfalls zu finden hier unter diesem Beitrag. Ja, kommen wir zum Dezember. Dort erwartet Sie einen Beitrag zur Zukunft der Pflege. Ja, da haben die Kollegen Christian Müller-Hergel und Detlef Rüsing sich unterschiedliche Gedanken zu gemacht. Wir sind da natürlich auch sehr gespannt auf Ihre Gedanken zu dem Thema, wie sich die Pflege in den nächsten Jahren durch unterschiedliche Einflüsse, zum Beispiel der Digitalisierung und aber auch der Trend hin zur ambulanten Pflege weiterentwickeln wird. Außerdem wird es einen Gastbeitrag geben. Da wird ein Projekt vorgestellt zu den Themen Demenz und Sprache. Da sind wir natürlich auch sehr gespannt auf Ihre Gedanken dazu. Außerdem werden wir natürlich auch wieder am Ende des Jahres, wie das schon Tradition ist, einen Weihnachtsbeitrag wieder für Sie anfertigen und dann nochmal das Jahr Revue passieren lassen aus unserer Sicht. Ja, und zum Abschluss wird es natürlich auch noch wieder eine Podcast-Folge geben von meinem Kollegen Detlef Rüsing. Der wird in seinem Podcast Wissenstransfer nochmal alle Beiträge des DZLA zusammentragen, to go für Sie ganz einfach abzurufen. Wir freuen uns da auch auf Ihre Anregungen und Hinweise. Ja, ein weiterer Aufruf von unserer Seite wäre, falls Sie uns fördern möchten oder Förderer oder Programme kennen, die uns fördern könnten, wäre das sehr gut, wenn Sie uns darauf hinweisen könnten. Und zwar an die d.rüsing@hs-osnabrück.de. Oder die dzla@hs-osnabrück.de. Kommen Sie gerne auf uns zu. Die Förderung durch das DNQP, das Deutsche Netzwerk für Qualitätssicherung in der Pflege, wird ja am Ende des März, also des nächsten Quartals, auslaufen. Und ja, es wäre schön, wenn wir unsere Arbeit weiter fortsetzen könnten. Ich wünsche Ihnen einen guten Endspurt. Es war sicherlich für Sie auch eine anstrengende Zeit durch die Herausforderung der Pandemie. Alles Gute Ihnen. Bis dahin. Auf ein Wort.